Ich bin Lord 3D und irgendwas habe ich gerade vertauscht und ich rede so, als hätte ich gerade 20 Zigaretten hintereinander geraucht. Naja, jedenfalls, heute kommen wir zu Catbat und danach mache ich wieder mal eine Aufnahmepause. Ich weiß, sehr dumm und so. Aber ich will ja dann alle Enden zeigen, also alle vier, die das Spiel hat. Und deswegen wird die letzte Passage, obwohl sie nur aus einem Level und einem Boss besteht, ein bisschen aufwendiger für mich zum Aufnehmen. Für euch sind das genau zwei Parts, aber ist egal. Die letzten zwei Parts dauern halt noch ein bisschen, okay? Hat Verständnis dafür, danke. So, Catbat. Meiner Meinung nach der, sagen wir, zweitstärkste Boss im Spiel, weil, ja, Fledermaus, naja. Eine Mischung aus einer Fledermaus und einer Katze, deswegen Catbat. Tolles Wortspiel. Also die Golden Diva ist schon stark, aber danach kommt, glaube ich, gleich die. Und warum bin ich da reingekommen? Genau, um ein Lächeln abzuholen, okay. Und damit der Part ein bisschen länger ist. Damit es nicht so unbefriedigend ist, wenn ihr zum Computer geht und seht, ja, neuer Wacheland 4, aber was? Nur 5 Minuten? Was soll denn der Scheiß? Okay. Catbat, Schwachstelle ist diese Fledermaus da oben. Und das Doofe ist, es kann euch keinen Schmerz zufügen, aber das U-Boot da unten, was ihr zu tun habt, da hochspringen und, ja, verkacken. Und, komm, bitte, dann halt nicht, jedenfalls, ja, und schon tut es mir weh. Diese Dinger blasen euch auf und dann werdet ihr zum Blasenwache und geht bis an die Decke. Warum ich gerade so schlecht bin, ja, A-Knopf drücken mit Videograbber ist halt nicht so leicht. Und vor allem, wenn der Controller schon halb kaputt ist, so geht doch. Und wenn ihr ihn trifft, haut ihr gleich 3 raus, warte, ich zeige euch das kurz, dann werdet ihr aufgeblasen und der geht rauf, ja. Der Boss ist in Super Hard ein bisschen schwerer, weil ihr den ja echt schnell besiegen müsst und ja. Wenn ihr ihn so angreift, dann kommt da nur 1 raus, so. Es gibt da zwar auch einen Trick, weil er geht ja immer links und rechts und am meisten Zeit geht da drauf, wenn er am Ende von einer Seite ist. Ja, und ich bekomme schon wieder durch das U-Boot Schmerzen. Was ist denn heute los? Wenn er praktisch am Ende einer Seite ist und dann die wieder in die andere Richtung kommt, da geht immer am meisten Zeit drauf. Ach Gott, was ist denn los? Ich glaube, ich starte den Kampf gleich nochmal neu. Und dann richtig. So. Mal sehen, wenn ich nochmal so fehle wie gerade eben, dann starte ich den Kampf halt nochmal neu, weil hier wollte ich euch ja auch ein bisschen was zeigen und so. Ja, am meisten Zeit geht halt drauf, wenn ihr die Seiten wechselt, deswegen könnt ihr den dann auch einfach immer zurückstoßen nachher wieder, dass er dann ein bisschen weiter hinten ist. So, okay, jetzt hat er eine Glatze und die roten Dinger, die tun euch sehr wohl weh, also die blasen euch nicht mehr auf. Und dann könnt ihr, müsst ihr es auf die Glatze schaffen. Aber da gibt es auch einen Trick. Genau, warte, genau den Trick. Ich weiß nicht, ob ich den zusammenbringe. Jedenfalls könnt ihr einfach auf der Glatze immer wieder eine Stampfattacke machen. Dann bleibt ihr da oben und dann könnt ihr ihn total schnell fertig machen. Und zwar genauso wie gerade eben. Das ist auch ein Trick für Superhard. Ich glaube, so ist es eigentlich gedacht, aber. Und tot. So kann man den Boss also leicht und schnell besiegen, aber den Trick weiß ich auch erst, seitdem ich ihn im Internet bei einem Typen, der mal so einen Boss-Run gemacht hat, irgendeinem englischen Typen, ich weiß nicht wie er heißt, ist egal, promote hier sowieso nichts. Jedenfalls habe ich da mal diesen Trick gesehen und seitdem weiß ich, ah, den kann man ja doch schnell besiegen. Da muss man nicht extra auf die Welle warten. So, gut, alle 3 Schatztruhen und die Armbändchen gehen in die Golden Pyramid. Und jetzt gibt es für uns nur noch eins zu tun. Das letzte Level und der letzte Boss. Clear! Und ich habe euch ja schon gesagt, es gab 2 Level, bei denen ich reinging und sofort wieder raus. Eines war Fiery Cavern. Das andere Level ist die Golden Passage. Und ich werde euch das nächste Mal zeigen, warum. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.